Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin ja wieder hier auf der Abenteuer in Alrad unterwegs und suche für euch so das Besondere. Und ich habe ein Dachzelt gefunden und nicht nur das, da gibt es noch viel mehr drumherum. Und bei mir ist der Markus und am besten stellst du dich einfach mal vor. Markus aus der Schweiz. Ich habe ein paar Jahre in Südafrika gelebt und das sind so Mitbringsel, wo ich selber auch hatte dort. Ja. Und ich habe die so cool gefunden, da habe ich mich darum gekümmert, damit ich die nach Europa bringen kann und so der Importeur dafür wurde. Also du vertreibst zum Beispiel dieses Dachzelt. Ich finde es Wahnsinn, was das Dachzelt so besonders macht, das seht ihr jetzt gleich. Zum einen, es ist komplett Aluminium. Das ist richtig. Aluminiumkonstruktion, leicht, relativ leicht. Wo liegen wir da? Mit der Leiter zusammen so um die 85 Kilo. Okay, das ist aber wirklich okay. Also wenn ich überlege, so ein normales Dachzelt, da bist du auch so bei 50, 60 Kilo teilweise. Richtig. Bei einem Hartschalendachzelt. Und das ist aber, wie gesagt, komplett Aluminium. Und das Dachzelt hat aber was Besonderes. Manche sehen vielleicht schon die Stromanschlüsse an der Seite. Und zwar, das geht vollautomatisch. Das ist vollautomatisch, elektrisch. Durch das, dass wir Strom an Bord haben, machen wir das uns zunutze. Ich stecke das mal hier an. Ja. Und dann lasse ich dich drücken. Okay. Einfach nach oben. Nach oben kannst du einfach draufbleiben, bis das ganz oben ist. Jetzt, bevor ich das mache, die erste Frage. Jetzt sagen natürlich, okay, jetzt hast du so einen Anhänger, da hast du den Strom jetzt hinten drin, hast jetzt hier so ein Kabel, hast das miteinander verbunden. Wie machst du das mit PKW? Ich hatte Kunden, die haben sich dann das mit, wie sagt man, Stoppbüchse, entweder direkt auf die Batterie oder mit einer Powerbox hinten im Ladefläche. Genau, also du kannst das Kabel auch verlängern, logischerweise. Richtig. Das ist ein normaler Anderson-Stecker. Richtig. Machst das Kabel dir dann länger, steckst das im Zigarettenanzünder ein, einfach nur beim Auto und kannst das dann bedienen. Also ich drücke mal einfach hoch, ja? Du kannst einfach bleiben, das hält von selbst an in der Ofen. Also es stoppt von alleine. Stoppt von alleine, oben und unten. Was ich jetzt schon sehe, ist, was ich ja sehr cool finde, ist diese Aussteller oben. Ja, die ziehen sich auch automatisch rein. Also einfacher kannst du ein Dachzelt nicht aufbauen, ne? Nee. Du bist fertig. Bist du fertig, richtig. Der Hammer. Gerade auch auf Fahrzeugen, wo höher liegen, ist das natürlich top. Genau. Machen wir gleich, wenn du es wieder runter nämlich machst, hast du dasselbe Problem bei vielen. Wie komme ich da oben dran, richtig, um es runterzuziehen? Alles wieder zusammenzupacken. Der Mechanismus ist natürlich auch ziemlich cool. Vielleicht kann er mich ja mal ganz kurz hier reinfilmen. Warte mal, ich will doch was gucken. Ne, es geht. Ja, doch, das kann man, glaube ich, erkennen. Wartet mal, ich gehe mal hin und mache mal das Ganze ein bisschen heller. Dann seht ihr da im Hintergrund nämlich das ganze Gestänge, wie das dann über Seilzüge funktioniert. Ja, das ist auf jeden Fall Wahnsinn, ne? Also, so, ich mache mal wieder was dunkler. Interessant auf jeden Fall. Und was ich krass finde, das ist voll gespannt, ne? Südafrikanischer Canvas, noch gute alte Qualität. Das ist schön gemacht. Hält kühl, aber auch ein bisschen warm. Ja, und das ist schön dunkel. Wenn ich dann alles zumache. Das ist wichtig. Ist das finde ich total wichtig. Du hast jetzt hier den Anschluss für den Motor. Richtig. Wofür ist dieser? Wir haben die Möglichkeit, Solarpanel oben drauf zu machen. Ja. Und dann stecke ich mir die Solarpaneele oben ein. Und okay. Dann ist das Zelt intern runtergeführt. Dann ist hier wieder quasi der Abgriff. Ach, super. Das heißt, da kann ich dann ganz normal meine Sachen anstecken zum Laden oder auch das Auto mit Laderegler und da wieder mit laden. Wahnsinn. Wo liegen wir da preislich bei sowas? Da sind wir um die 3.500 Euro netto. Das ist aber auch okay. Also, es ist was teurer wie ein Standard-Dachzelt. Das ist so, gibt es nur ganz günstig, wo so vielleicht bei 1600 anfängt und nach oben natürlich offen. Nach oben hat man bei allem keine Grenzen. Aber hier hast du halt wirklich das Schöne, erstens ist es komplett Alu, zweitens ist es halt mit dem Gestänge, mit diesem automatischen Öffnen. Liegefläche, wie groß? Hier in dem Fall 1,30 x 2,10, gibt es aber auch in der 1,60. 2,10? Richtig. Das ist cool. Gibt es auch in der 1,60er Breite und auf Kundenwunsch machen wir auch länger. Also wir haben jetzt einen Kunden, der hat 1,60 x 2,30 bestellt. Boah, das ist dann groß. Auch ganz hübsches Detail ist der Added Room, weil wenn es dann regnet, hier der Einstieg. Ich will ja dann im Trockenen hoch und runter, vielleicht, dass ich das auch noch kurz zeigen kann. Ja, mach gerne. Ich bin gespannt. Das ist natürlich jetzt auch cool. Du machst das einfach runter.
Und ihr seht, es faltet sich einfach komplett wieder ein, ne? Dachzelt abgebaut. Also richtig, einfacher geht's nicht. Einfacher geht's nicht. Zeig gerne mal. So, der Erdedrum, auch ein hübsches Detail. Ist natürlich der Reißverschluss gerade. Hier ist der Klettverschluss. Ja. So, dann habe ich hier zwei Stangen mit drin. Jetzt bin ich gespannt. Klettverschluss einmal auf. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich selber auch noch nicht gesehen. So, den lasse ich mir dann so runter. Mach hier mal die zwei Flügel auf. Und dann fahre ich hier schon mal ein bisschen nach oben. Und jetzt kommen die beiden Stangen hier zum Einsatz. Habe ich Kederschiene auf der Seite hier. Ah, okay, verstehe. Einmal so. Das stecke ich mir hier ein. Das gleiche in grün hier drüben. Es ist so simpel. So, auch hier eingesteckt. Und dann geht es weiter nach oben. Da habe ich die Möglichkeit, das hier noch zu spannen. Einmal. Aber wie geil ist das denn? Zweimal und dann habe ich hier gedeckten Eingang, Möglichkeit mit Seitenwänden, also auch hier quasi mich geschützt umziehen kann. Und was ich gerade total cool finde, weil ich habe selber Dachzelt und hatte auch eine Markise da dran. Ja. Das Problem ist, ich hatte dann genau das Thema, so von wegen, ja, Dachzelt ist jetzt schon aufgebaut. Die Markise musste ich oben halt einführen mit einem Reißverschluss. Hier hast du halt so eine Sackmarkise im Grunde dran. Du musst kein Gestänge nach vorne noch abspannen. Nee, brauche ich nicht. Das steht von sich. Und du hast hier diesen riesengroßen Vorbau, der dann trocken ist. Richtig, und wenn ich ins Zelt gehe, mache ich mir einfach hier die Leiter hin. Zack. Gib mir mal gerade die Kamera, weil dann muss ich die Helligkeit nachführen. Ich gehe mal gerade da hoch mit euch. Dann könnt ihr hier einmal reinschauen. So, 10 cm Matratze, also man liegt auch komfortabel hier drinnen. Selbst bei Regen, ich kann die Fenster immer ein bisschen offen lassen, durch das, dass ich hier die kleine umlaufende Markise habe. Ja, wirklich komfortabel, macht Spaß. Sehr schön. Ach, du hast hier oben noch eine Lampe? Richtig. Und hier ist halt von allen Seiten offen, das heißt, du kriegst da auch ordentlich Luft noch durch und... Absolut. Sehr, sehr schön. Also das ist toll, das gefällt mir gut. Und ich liebe ja so Innovation, einfach wo man mal was Neues hat. Einfach mal was anders, ne? Richtig. Es ist schon geil. Und den Anhänger habt ihr aber auch sowas, ne? Also das ist, Anhänger kann man haben, ja, in der Kombination oder natürlich auch lose. Wollte ich gerade sagen, also in der Kombination ist das natürlich richtig, richtig toll, weil... du hast dein ganzes Heim mit und das Tolle ist ja, ihr übernachtet ja auch tatsächlich hier oben, ne? Ja, wir schlafen hier, ja. Ihr schlaft hier oben und im Camp und was hat, aber da, jetzt muss ich aber einmal um den Anhänger wirklich noch rum, weil ja, alles voll mit ausgestattet, bei. Ne? Alles mit bei, also von Kochen bis für das leibliche Wohl. Riesenkühlschrank. Markise auf der Seite auch noch, die wo während der Fahrt ist die natürlich unten. Ja, ja. Und dann vor Ort geht die hoch und so haben wir dann auch Stehhöhe. Das heißt, bei euch kann man einfach alles auch im Komplettset kaufen, aber auch individualisieren. Also ich habe gerade schon rausgehört gehabt, wie du gesagt hattest, auf Kundenwunsch kann man das auch länger haben, breiter haben. Wo hast du sowas? Hast du eigentlich bei nicht. Uns. Ja, aber sonst hast du das nicht. Nee, also, bei Zelten ist dann schon ziemlich. Du hast halt oft diese Stangenware, nenne ich es mal. Also, es ist halt gefertigt. Es gibt von dem Hersteller in der Größe, von dem Hersteller in der Größe. Und ich habe es selber schon so oft gehabt, ich hätte gerne das, aber so. Nee, geht nicht. Da musst du zu einem anderen Hersteller, wo du aber gerne das eigentlich nicht machen würdest. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das haben, aber in so und so groß, machen wir. Machen wir. Hammer. Sehr, sehr cool.
Du gibst mir nachher noch die Daten von dir, dann verlinke ich das alles unten mal in der Videobeschreibung. Dann kann man da nämlich auch noch mal gucken. Das ist jetzt das ist das Zelt, das Dachzelt, ne? Vom Dachzelt, ja. Könnt ihr mal drauf gucken. Habt ihr auch schon den Preis. Wie gesagt, Preis ist netto, ganz wichtig. Ne? Netto, also, da weil wir vertreiben das in Österreich, Schweiz. Genau, andere Mehrwertsteuer und. Genau. Deswegen Nettopreis, da müsst ihr natürlich hingehen und unsere deutschen 19% nochmal oben on top draufrechnen. Ja, wie sieht es aus mit Versand aus der Schweiz? Kann man auch machen, ja. Ist einfach aufgrund... Ist halt kostenspielig, es ist sperrig, man soll nichts oben drauf packen. Ja. Wir haben viele Kunden, die kommen das bei uns holen, wir montieren das auch. Wo seid ihr in der Schweiz? In Dulliken haben wir unseren Showroom. Mhm, das liegt wo? Zwischen Aarau und Olten. Okay. Also von der deutschen Grenze 30 Kilometer weg. Dann macht es doch so, wenn ihr das Dachzelt haben wollt und das bestellt und holt, dann fahrt einfach mit eurem Auto schon mit Dachträger dahin. Oder wenn ihr noch so einen Anhänger dazu haben möchtet. Und dann macht er von da aus direkt einen schönen Testurlaub. Absolut. Oder? Das ist doch die Ideallösung. Macht ihr den Kunden das dann vor Ort auch dann aufs Auto? Und können wir machen, Das funktioniert, Wir haben einen Hallenkran, also wir sind eingerichtet dazu. Ja, siehst du, dann ist doch perfekt. Dann könnt ihr da einfach vorbeischauen, mal schön durch die Schweiz. Und dann direkt den ersten Urlaub im Dachzelt machen. Perfekt. Und ich schwöre euch, es ist toll. Michi und ich haben das auch schon gemacht. Und mit Dachzelt in den Alpen unterwegs gewesen und sowas. Also... Das macht schon was. Markus, vielen lieben Dank fürs Zeigen. Gerne. Also ich denke, das könnte für viele von euch interessant sein. Und wenn ihr Fragen habt, haut es unten in die Kommentare. Kontakt verlinke ich und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Gerne. Ciao. Tschüss.